So, wie bereits angekündigt, geht es in dieser Sendung auch um Russland und wie die Lage für LGBTI-Personen dort ist. Anna berichtet. Zwei Männer laufen durch Moskau. Nichts passiert. Zwei Männer laufen händchenhaltend durch Moskau. Beschimpfungen, Beleidigungen und manchmal sogar körperliche Angriffe. Das ist die traurige Realität, die Homosexuelle in Russland erfahren. Russland, ein großes Land, in dem Homophobie in den Köpfen der Menschen tief verankert ist. 3/4 der Bevölkerung lehnen die gleichgeschlechtliche Liebe klar ab und würden Homosexuelle nach einer Studie aus dem Jahr 2013 sogar als pervers und psychisch krank bezeichnen. Ein Missstand, den Menschenrechtsaktivisten nicht hinnehmen möchten. Deswegen protestieren sie. LGBTI-Aktivistinnen und Aktivisten demonstrieren und zeigen, auch wir sind Teil der russischen Bevölkerung. Nur leider hatte die Regierung ein Problem damit und führte 2013 ein Gesetz gegen die Verbreitung homosexueller Propaganda ein. Es drohen Geldstrafen. Die russische Regierung schürt den Hass auf Homosexuelle in der Bevölkerung also weiter, anstatt zur Toleranz zu mahnen. Doch was bedeutet das? Es herrschen feindselige Bedingungen für alle LGBTI-Aktivistinnen und Aktivisten. Diskriminierung steht an der Tagesordnung. Am 25. März 2015 musste die Journalistin Elena Klimova ihr Online-Projekt Children 404 schließen. Es sollte LGBTI-Jugendliche unterstützen. Im Juli 2015 wurde die Journalistin wegen Propaganda von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen gegenüber Minderjährigen zu einer Geldstrafe von 50.000 Rubel, also ca. 580 Euro, verurteilt. Allerdings wurde die Sperrung der Website im Oktober 2015 wieder aufgehoben. Ein Erfolg. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgeschlechtliche und Intersexuelle wurden weiterhin von den Behörden das Recht genommen, sich friedlich zu versammeln. Im Mai 2015 organisierte der Aktivist Nikolai Alexejew in Moskau eine nicht genehmigte Pride Parade. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit homophoben Gegendemonstranten. 3 der LGBTI-Aktivisten, auch Nikolai Alexejew, wurden zu je 10 Tagen Haft verurteilt. Ein Lichtblick sind öffentliche LGBTI-Aktionen in St. Petersburg, die ohne einen Eingriff der Polizei durchgeführt werden konnten. Die Beispiele zeigen, welchen Schwierigkeiten alle nicht konventionellen Formen der Sexualität in Russland ausgesetzt sind. Es findet nicht nur eine politische Suppression statt, sondern der Hass sitzt tief in den Köpfen der Menschen. Große Fortschritte sind nicht in Aussicht. Wir können nur weiter auf mutige Aktivistinnen und Aktivisten hoffen, die sich für die Rechte von LGBTI-Menschen in Russland stark machen, sich für Toleranz innerhalb der Bevölkerung einsetzen und sich von der Regierung nicht den Mund verbieten lassen.